Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Trine 3 zusammen mit Wirbelstürm LP. Hallöchen. Das letzte Mal gab es eine XXL-Folge. Noch ein X. Noch ein X, ja. Vierfach X. Ja. Weil wir leider einen, ja, nennt man es Bug oder Glitch? Was ist es denn? Ja, Bug, denke ich. Ein Bug, ne? Ja. Naja. Ich würde sagen, wir starten das nächste Level, ne? Jo. Amadeus, Pontius und Soria konnten ihr Heldendasein also nicht an den Nagel hängen. Statt ihre außergewöhnlichen Kräfte loszuwerden, hatten sie das Artefakt der Seele zerstört. Und so versuchten unsere drei Helden den Schaden, den sie angerichtet hatten, oder den, der vielleicht noch angerichtet wird, wieder gut zu machen. Ja, hoffentlich kriegen die es hin. Ach, im Übrigen, für allen, die jetzt hostet, ist du das Spiel. Deswegen habe ich eben diese treuen Ecken nicht gesehen. Kannst du Start drücken? Nee. Gut, das gibt's dann Bescheid, weil wir müssen ja wieder auf 3 machen. Jetzt kann ich. Okay. Willst du hochzählen, soll ich? Mach du ruhig. Okay. 1, 2, 3. Die Helden betraten die Astralakademie, um herauszufinden, wo die Wolke der Finsternis hinschwebte. Wir hatten nur eines von 3 Artefakten, oder? Es gibt noch das Artefakt des Körpers und das Artefakt des Geistes. So ist es. Und sie sind beide in der Akademie verwahrt. Und weit weniger lebendig als unser Artefakt der Seele. Die Eule! So süß! Ach, da oben! Und natürlich wird sie gleich mal abknallen. Ah, das juckt die nicht, die guckt nur komisch. Ja, guckt nur komisch. Aber hätte ich jetzt auch gewundert. Stimmt, die ist echt cool gemacht, ja. Ja. Oh. Ach, deswegen. Cool. Was ist das denn cooles? Sind das die Checkpoints hier? Scheiße. Dieser Wischmopp, das erinnert mich an Mickey Mouse und der Zauberer. Zauberlehrling von Mickey Mouse Version? Ja, das war genial. Ich hab das geliebt. Ja, aber da sind die ja auch so. Nicht auch tatsächlich ein bisschen an Harry Potter. Da gab's ja auch allerhand selbstbewegende Dinge wie Besen und so, die dann irgendwie aufgekehrt haben und sowas. Stimmt. Okay. Hep. Oh. Ja, aber du musst doch auch rüber, oder? Ja, ich bleib jetzt erstmal drauf. Ich guck dann mal danach, was geht. Oh. Ja. Es ist eigentlich klar, was geht. Was geht denn? Ah. Ja, manchmal vergisst man also die einfachsten Dinge, wenn man im Multiplayer ist, ne? In der Tat. Dann nehme ich mal das andere. Ich kenne das auch. Ja, aber ich glaube, wir mussten das tatsächlich so irgendwie aneinander knüpfen. Ja, irgendwie, ich kenne es auch noch. Also hier war ich auch noch vom Spiel her. Aber. Aber ich weiß jetzt nicht, was das bringen sollte. Ich gehe mal nach links. Oh. Zauberer. Oh. Bam. Oh, ich passe dir mal ich was. Ich hab's du. Ich weiß warum. Ja, ich hab hier mal schnell. Oder. Ja, so halbwegs. Ach so. Ja, das macht natürlich Sinn. Ja, den habe ich schon, aber irgendwie noch nicht so richtig befestigt. Also. Der wollte noch nicht so richtig halten bei mir. Uah! Jetzt häng ich dran! Und bin tot. Bitte nicht oben, bitte nicht da oben, bitte nicht da oben. Kommst okay. Mir. Ja, ich komme ja schon. Warte mal, kann man hier auch? Ich kann mich erinnern, dass die Kiste blöd war. Warte. Nö, nee, geht hier nicht, okay. Ah, damit müssen wir jetzt leben. Ja, kriegt man schon hin. Bei unseren Champion-Skills. Ja, vor allem bei meinen. Was sind diese 3 Artefakte, Amadeus? Da weiß ich nicht mehr als andere Zauberer. Es sind 3 magische Behälter, die vor vielen Jahren in Zwergenruinen gefunden wurden. Nur wenige konnten sich bisher ihre Macht zunutze machen. Wer hat die Artefakte hergestellt? Das weiß keiner so richtig. Zuerst dachte man die Zwerge,
aber das ist unwahrscheinlich. Sie ähneln nichts, was die Zwerge sonst herstellen. Wir sollten dahin gehen, wo die beiden anderen Artefakte aufbewahrt werden. Dort könnte auch die schwarze Wolke sein. Ja, Mensch, aber deine Jump'n'Run-Skills sind hier bei Twine 3 Grad besser als meine. Das stimmt. Oh, ich glaube, den Raum kenne ich sogar tatsächlich auch noch. Ja. Da muss man jetzt auf den Kugeln so balancieren, dass man das Zeichen von oben kriegt. Na, komm schon. Ah, man kriegt dann sogar eine Anzeige von Lichtern, wie gut es passt. Ja. Ah. Also, ich hab eins. Dito. Ich glaube, wir haben es fast zeitgleich. Sehr nice. Machen wir mal erstmal einen auf Harvey. Randale! Randale! Ah, hier ist sogar noch was. Hier liegt noch was. Hier drüben auch. Ja. So. Zwei habe ich hier drüben bei mir noch gefunden. Ich habe einen hier. Okay. Dann gangen wir mal da durch. Yes. Ohne ohne Dingsanzeige, hier Luftanzeige. Echt? Hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das hat mich gerade schon so ein bisschen gewundert. Das hatte ich auch gerade vor. Pam. Dunkle Magie hat die Akademie befallen. Ja, ja, hol du dir das mal. Ich mach derweil die Viecher. Okay. Wow, 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 der kann Blitzdings in den Arsch. Wow. Die können Blitzdingsen. Unverschämt heute. Ja. Alter. Die denken wohl, sie haben die Macht, nur weil vorher eine Anspielung in einem der anderen Level beim Buch kam, von wegen mit großer Macht kommt große Verantwortung, ne? Das war doch voll die Anspielung. Ja, ja. Und jetzt kommen die hier mit Blitzdingsen. Ich hab die Macht. Ich glaube, das ist hier nur. Ja, das ist nur optional. Na, ich hab eine Idee. Aber dafür musst du, Ja. Oh, was? Sicher, dass das hier nur optional ist? Ja. Okay. Wenn du das sagst. Und es geht hier weiter. Boah, ich hab grad voll den Moonwalk gemacht. Ach, ich erinnere mich. Ach ja. Ich knall dir das erstmal an den Kopf. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Ja, genau da wollte ich eigentlich jetzt hin, aber cool, wenn man damit auch dorthin kommt. Hier war doch hier unten noch irgendwie eine ungebrauchte Kiste. Ja, so ist immer einfach, die ist ja egal. Das spackte bei mir gerade wieder total ab, als du das gemacht hast. Wow! Oh! Wo bin ich? Ich habe gerade meine eigenen Sprünge nicht unter Kontrolle gehabt. Wie sie dann noch die Kiste hochschwingt. Ah ja. Oh, na toll. Das hat bei dir ja auch gut geklappt. Kann man hier... Ach, da geht's durch. Okay. Oh. Ja. Hedwig ist weggeflogen. Es war eindeutig Hedwig. Oh. Ich denke,
Optional? Ich denke auch, dass das optional ist hier, ja. Ja, weil es so eine einzelne Kammer ist. Na, dann mach mal. Ja, ja. Ich chill hier mal ein bisschen. Kann ich das hier abklären? Nur die drei hier, ne? Und was ist das da unten rechts dann? Geht's ja auch noch irgendwie hin. Na, dann geh mal gucken. Ja, aber ich sehe da nichts. Oh. Hauptsache ich stehe auf dem Geländer. Kann man ja auch mal machen. Gesundheit. Danke. Siehst du, wie ich auf dem Geländer stehe? Ja. Sehr nice. Yes. So. Oh, ich erinnere mich. Ach, da gab's ja gar keinen Boden. Hm. Ach so, aber vielleicht kann man ja hier, ne? Na? Komm, ich bring dich wieder rüber. Nee, warte. Das da, das andere da, wie kommen wir da ran? Welches andere da? Ich will dich erstmal wieder in Sicherheit bringen, nicht dass du nachher runterfällst. Das da. So, was da? Das da. Ach so, keine Ahnung, aber ich würde sagen, wir nehmen halt am besten erstmal die Kiste und bringen das hier rüber. Und dann können wir immer noch schauen. Ja gut, vielleicht nicht ganz so weit rüber. Ach so, wahrscheinlich mit Schwingen oder so. Wahrscheinlich mit Schwingen oder so einem Schmarrn. Ah! Perfekt. Wie du da abzappelst bei mir. Ghost du! Thanks! Das sah aus! Ja, ich muss halt checken, wie ich das jetzt am besten mache. Nein, weil du bei mir hier echt abzappelst. Und danke! Bitte. Hab's auf jeden Fall mal. Nein, nicht so weit. Ach, willst du machen? Komm doch einfach mal schon mal mit. Nuff. Weiß eigentlich, komm einfach drauf. Die ist vorsichtig. Ein bisschen schneller, bitte. Wieso? Nachher ist es wieder zu weit. Das wäre dann auch doof. Hat doch gereicht. Oh. Hier gibt es jede Menge Bücher über die Artefakte. Und über uns. Schließlich waren wir in den letzten Jahren mit einem verbunden. Hoffentlich steht da drin auch was über meinen roten Mantel. Was? Jemand hat über mich geschrieben. Der Wahn des alten Königs. Als der alte König auf seinem Sterbebett lag, wurde er von Tag zu Tag gereizter und benahm sich seltsam. Er wollte Sarek genannt werden, statt bei seinem echten Namen. Und er wollte, dass ihm die Zauberer der Astralakademie alle Artefakte der Macht bringen, damit er sich heilen konnte. Doch die Zauberer verweigerten ihm diesen Wunsch. Und schließlich schwanden die Lebensgeister des alten Königs und er starb. Doch sein Geist blieb bestehen, womöglich allein durch seinen starken Willen. Und er stahl die Artefakte für sich, nur das Artefakt der Seele nicht. Das Artefakt der Seele wurde von dem Zauberer Amadeus, dem Ritter Pontius und der Diebin Soja aus seiner Kammer geholt. Okay. Bei mir war das eben alles gleichzeitig. Die haben angefangen zu sprechen und ich wollte mir gerade das Buch angucken. Ja, und ich bin halt schon weitergegangen, weil ich das Buch zuerst nicht gesehen habe. Ja, und dann wurde es angetriggert. Dann habe ich gesehen, dass du da stehst bei dem Buch, dann bin ich dahin und dann hat es bei mir einfach abgebrochen. Ja, ist gerade etwas strange. Ich würde da nicht hin. Wieso? Weil da jetzt was runter muss. Ja, aber Moment.
was? Nee, ist das alles gut. Ich hatte jetzt nur gedacht, weil mit den mit den Büchern, das war ja immer... Ich kann es dir natürlich auch hier... Achso, du musstest sogar drauf, um wieder hochzukommen, ne? Was nicht wirklich geht. Ich... Ne? Tschüss. Ich wollte gerade noch eine zusätzliche Kiste hinstellen. Natürlich landest du es da! Ist klar! Oh Gott! Oh Gott! Oh, ich weiß noch, hier hatte ich irgendwas komplett verbuggt an, als ich das mal hier angezockt hatte. Ne? Was ist los? Hier ist das gerade mit der Kiste und alles total abgezappelt. Oh Gott. Sag. Muss das so? Weißt du, woran der Fehler lag? Ich dachte, ich sei auf WASD. Nee, ich war auf SEDF. Und bin dann mal munter in den Tod gesprungen. Ich habe mich gerade schon gewundert, was du da tust. Ich wollte nach links springen und bin nach vorne gesprungen. Kleine Frage übrigens. Muss dieses Ding, ist das bei dir oben noch irgendwo dran? Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Sowas hatte ich auch im Singleplayer schon. Als ich es mal angezockt habe, wie gesagt. Bei mir ist die einfach frei. Oh mein Gott. Ach, hi Hedwig. Was? Das muss eigentlich runterfallen. Was? Wie? Wo? Ach so. Das muss eigentlich runterfallen. Das war auf so einem Sims, da kann man dran ziehen, dann fällt das runter und das eigentlich mit. Dann holen wir es halt so. Gut, stapel du auch noch eins drauf. Wir jetzt eine Stapel noch mal. Wir wissen uns ja zu helfen. Ja. Och nein! Och nein! Ich hab's gehasst. Ich glaube, das musste man tatsächlich auch erst mit dem Zauberer irgendwie aufladen. Oh. Indem er hier den hier macht. Ja, jetzt muss ich eh irgendwie zu dir hochkommen. Ja, aber die andere Seite. Ja, ich hab's doch schon. Nein! Ja, dich wiederbelebt, meine ich. Nein! Doch! Ja! Ja, warum widersprichst du mir dann? Ja! Das habe ich ja versucht gerade zu holen. Oh Gott. Ja, willst du vielleicht erstmal mich holen? Oder so? Ja, da muss ich nur halt jetzt erst wieder... Also... Der Wiederbelebpunkt hier ist dezent nervig, wenn ich das mal so sagen darf. Aua! Ja, klar! Ach, ich kann das auch noch verschieben, oder was? Ach nee, ich kann es hochdingsen halt. Ja, ich glaube, du kannst das selbst machen, wenn du da drauf stehst. Wow! Oh Gott. Geh mal drauf und mach das dann... Ich wollte eigentlich meine Kiste wieder. Ja, damit ich glaube, du kannst das auch ohne Kiste machen. Ja, aber mit Kiste ist am effektivsten. Oh, apropos Kiste, ich hab da so eine Idee. Dezent. Ich weiß halt nur nicht, warte mal, geh mal da geschwind runter, bitte. Ich will nochmal nach oben rechts. So. Ja, jetzt kann man nämlich hier irgendwie. Da war doch gerade was zum Festkrallen. Ach
Ach, das ging doch nicht. Ich dachte, das ging. Doch, jetzt geht's. Was zum Henker? Was zum Henker? Hilfe! Ich seh's nicht. Kann dir nicht helfen. Hallo? Aber ich hab das Ding auf jeden Fall mal. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ich hab kein Trampolin, um hochzukommen. Du hast mir das Trampolin geklaut. Stehst du oben irgendwo sicher, oder? Ich wünschte mir hier so eine Tab-Taste, damit ich sehe, was du siehst. Es sollte jetzt wieder runterkommen. Aber ich bin weg. Ich sehe kein Trampolin bei mir. Oh mein Gott, Stu. Gut, ich bring dich mal um. Weißt du, was passiert ist? Das geht munter weiter nach oben, das Trampolin. Ja. Und du bist auch weg. Ja. Na toll, noch ein Bug. Also, voriger Spielstand laden. Ja. Amadeus, Pontius und Soria konnten ihr also nicht an den Nagel hängen. Statt ihrer diesmal hab's nicht ich kaputt gemacht. Hatten sie das Artefakt der Seele zerstört. Und so versuchten unsere drei Helden den Schaden, den sie angerichtet hatten, oder den, der vielleicht noch angerichtet wird, wieder gut zu machen. Und gewinnt das Spiel immer mehr den Eindruck, das sei noch im Early Access. Ja, weißt du, was passiert ist? Ich hatte nämlich gedacht, dass man das Trampolin, dass man die Kiste nicht braucht, sondern dass man einfach, wenn man draufsteht, halt selbst das ach, und dann hast du es so verbuggt, dass es nicht mehr runterkam. Es schoss wie eine Rakete in die Luft. Mit mir. Ja, normal konnte man hier ja nie Dinge bewegen, auf denen man selbst drauf ist. Ich meine ja nur. Und bei mir war halt so, hier, guck mal, jetzt musst du eigentlich dran ziehen. Und dann fällst du runter. Wow, es geht diesmal. Ja. Und ich stand halt auf dem Trampolin drauf. Und es schoss wie eine Rakete in die Luft. Wieso was? Hält man den Finger noch so, als ob sie noch irgendwas an der Leine hat? Weil das Seil noch da ist. Ach, die läuft mit der Luft, Gassi. Okay, cool. Und wie gesagt, dann schoss das wie so eine Rakete in die Luft. Aus dem Bild raus. Und dann kam es langsam wieder runter, aber ohne sich. Verdammt. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Was passiert hier? Machst du lieber mit der Kiste. Ist ja scheinbar auch bugmäßig mehr safe. Versuchst du halt ein bisschen schräg drauf zu donnern. Oh. Ja, du musst die runter donnern. Versuch das an der Kante, damit sie danach wegdonnert. Damit sie danach wegfällt. Du meinst, das mach dich doch mit beiden. Ja, schau halt, dass. Du kannst sie ja mal runternehmen, um zu gucken, ob du sie richtig platziert hast. Ja, genau so. Und jetzt musst du halt aufteilen. Ich hab nichts anderes eben gemacht, aber okay. Ich ja, keine nicht. Ahnung. Hauptsache. Danke. Bleib da oben mal stehen, ich probiere mal das Ding wieder zu holen, ne? Okay. Weil das, glaube ich, schon ein großes, ne? Ja. Das wäre ja schon. Ja, und wir hatten es ja eigentlich, aber mussten ja wegen dem Bug neue Dingsen. Ja. Und wenn du da stehen bleibst, dann kriegst du mich gleich wieder, falls ich wieder tot bin. Ja. Was ja bei der Respawn-Position auch wieder so ein bisschen unglücklich ist. Okay. Na, sehr schön. Naja, du bist eigentlich da unten, ne? Aber, ja. Da unten wär's zumindest sinnvoller. Ja. Oh, nicht getroffen. Macht nichts. Okay. Das wird auch wieder ein langer Part. Langer Part. Langer Part ist lang. Geh doch da rauf! So. Yay. Was zum Henker? Was? Wollte eigentlich ziehen. Aber. So in etwa? Ja, eigentlich schon. ja.
Hauptsache, ich will eine Kiste zeichnen, um die Kiste zu bekommen. Weil ich das noch so gewohnt bin. Ja, das vermisse ich eigentlich, so eine. Das zu zeichnen, ne? Ja, das hätte bei einem 3D ja trotzdem noch funktioniert, eigentlich. Ja. Warte. Oh. Ja, ich würde gerade sagen. Okay. Oh, so geht's natürlich auch. Warte mal. Boing! Okay, dann halt nicht. Warum? The question is why not? Ach, da. Na, das ist ja zumindest mal praktisch, ne? Ja. Ja, diesmal halt. Vorher ja nicht so. Ja. Wuhu. Checkpoint! Wuhu. Oh mein Gott. Noch so ein Ding. Ja. Halt. So. Und jetzt. Bam! Was zum... Was? Ich hab dir das doch voll drauf geknallt. Au! Das Ding knallt voll auf den Kopf, weißt. Wie soll man denn an die da rankommen? Frag mich auch. Außer sich so komisch hochglitschen wie gerade eben, wahrscheinlich. Irgendwie. Etwas strange. Aber bei mir ist es auch rot hinterlegt, ich kann das gar nicht machen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, ich habe deine Figur gerade nicht gesehen, deswegen. Ich bin noch da. Was? Nein! Ich lebe. Boah! Aber das Ding ist noch da. Ich dachte gerade, das würde wieder so nach oben abgehen. Was war das? Ich brauch gar nicht. Kannst du, wenn ich springe, hier das Ding so ein bisschen. Ja, jetzt haben wir's. Ich hab's okay. Hochgeglitscht. Ja, weil du von unten dagegen gedonnert hast. Ja. Jetzt übernehme ich das mal. Pack das da rechts drauf. Stell dich links auf das Holzding und pack rechts in die Kiste drauf. Am besten halt links erstmal auf das Holzding stellen. Weil das fährt dann hoch. Ja, ich dachte, ich bin schneller. Ich stelle mich mit drauf. Okay. Na, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch springen. Ja, naja. Oh, that was close. Kann hier jetzt nicht noch Wasser runtergehen wie bei Zelda? Oh, das ist mal schön. Büchlein. Über die Artefakte der Macht. Die Artefakte der Macht verwirren und verängstigen auch weiterhin die Zauberer der Astralakademie. Die Artefakte wurden vor 100 Jahren aus alten Zwergenruinen geborgen. Doch nur wenige Gelehrte erwähnen, dass sich die drei Objekte in einer Art Gefängniskammer befanden, statt in einer arkanen Schatzkammer. Wir wissen nicht genau, was diese Artefakte machen oder weshalb sie existieren, aber sie geben uns das Gefühl, dass sie alle einen eigenen Geist besitzen. Besonders das Artefakt der Seele. Ich will gerade mal was gucken. Ja. Visuelle Einstellungen. Kann ich den Mauszeiger vom anderen vielleicht ausblenden oder so? Nee. Gibt's anscheinend bei visuell zumindest keine Einstellung dafür. Okay. Das ist strange, dass du da, und vor allem, dass er sich nicht bewegt. Ja, und dass er halt auch vom Text liegt, wenn so Bücher kommen. Das finde ich halt auch noch ein bisschen... Ja. Aktuelle Spieloptionen. Ach so. Ja, nee. Einstellungen. Netzwerkeinstellungen. Netzwerkbandbreite. Auto anpassen. Netzwerkrate. Ja, keine Ahnung. Who knows? Oh, cool. Ups! Schön. Noch nicht so ganz.
Habe ich getroffen? Nein. Na. Ach so, wenn ich mich an die Kante stelle, sehe ich sogar. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Randale! Sicht, scharfe Kanten! Passt auf! Ja. Oh nein, das... Bist du jetzt da runtergefallen oder nach da hinten durch? Runtergefallen. Okay. Also nicht nach hier hinten durch? Nein. Hab dich. Skillig. Yay. Hast du die Jump-One-Künste gesehen? Ja, total. Ich hab's doch nicht verlernt. Oha. Es kommt Version 2.0. Also ich bin drüben. Also ich bin tot. Ich glaube, das eine da, sollen wir das lassen? Nun, ist es klug, dem besitzergreifenden schwarzen Rauch durch die ganze Akademie zu folgen? Du bist der Zauberer, du musst sowas doch wissen. Oh. Das ging ja schnell. Ja? Ich hoffe, ich war... Was zu... einfach gestehen. Düppdü! Siehst du? Skillig! Das sah sehr strange aus. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert, ja? Es hat funktioniert, durchaus. Ach so, stimmt, da muss man ja noch zusätzlich Leertaste drücken. Sieht immer so aus, als würde das automatisch gehen. Oh. Was zum Geier? Was bist bestimmt du für eine Witzfigur? Bist du etwa dieser Sarek, den wir schon aus Dwayne 1 kennen? Und der hier auch nochmal erwähnt wurde? Sareks Turm und so. Wir erinnern uns, Jump-One-Endgegner. Da hatte man doch seinen Spaß dran. Oh ja. Das war schnell. Ja. War auf jeden Fall bei Dwayne 1 ja ein sehr innovativer Endgegner. Welches ist das hier? Das stimmt. Das Artefakt des Körpers. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Okay, das ist gut, wenn hier alles in Ordnung ist. Oh, dann ist das Ding voll. Randale! Geht's hier nach hinten durch? Ja. Achso, ich dachte, das wäre das. Ist es anscheinend auch. Das dritte Artefakt der Macht war in der letzten Kammer. Dunkle Energien bewegten sich darin und dann explodierte es. Ich bin frei! Endlich treffe ich euch persönlich. Ich bin Sarek der Todlose. Danke, dass ihr mich aus diesem lächerlichen Gefängnis befreit habt. 1000 Jahre war ich gefangen. Moment. Du warst all die Jahre im Artefakt der Seele und hast uns geholfen? Nur ein Teil von mir. Du verwechselst mich mit meiner Wächterin, deren gequälter Schrei ertönte, als ihr Machtgefäß zerstört wurde. Aber ihr drei habt das wirklich gut gemacht und sie ein für alle Mal entsorgt. Nein, das habt ihr nicht. Ah, haha. Ihr habt mit Kräften gespielt, die euren Verstand übersteigen. Ihr wolltet sie loswerden, frei sein. Und dieser Wunsch ging in Erfüllung. Nichts zerstört eine Seele mehr als der gute alte Verrat. Leider muss ich jetzt los und einen schönen Körper für mich suchen. Hab noch einen schönen Tag. Bis bald. Sucht in der Bibliothek nach den Chroniken des Wächters. Das heißt, unser kleines Stück vom Artefakt hat gesprochen. Es lebt. Und es will, dass wir in die Bibliothek gehen?
Gibt es sonst noch etwas, Fräulein Artefakt? Doch die Stimme aus dem Splitter blieb stumm. Okay, cool. Ja, aber das heißt, er hat sogar tatsächlich selber zugegeben, dass er hässlich ist. Er muss einen schönen Körper für sich suchen. Ja, und vor allem, ich habe noch die ganze Zeit hier so ganz komische Musik. Okay. So als ob der immer noch irgendwie da ist oder so. Ganz strange. Okay. Also. Jetzt bin ich tot. Das ist nicht so schön. Das glaube ich dir. Soll ich den letzten Dings neu starten? Das Teil da rechts ist ja offen. Ja, das wäre schön. Okay. Der Part ist schon wieder viel zu lang. Amadeus, ja, warum? Weil man auch da ständig neu starten muss. Dasein, ja. Also nicht an den also, statt ihre außergewöhnlichen Kräfte loszuwerden, hatten sie das Artefakt der Seele zerstört. Und so versuchten unsere drei Helden den Schaden, den sie angerichtet hatten, oder den, der vielleicht noch angerichtet wird, wieder gut zu machen. Ich meine, ich hoffe, die Leute verstehen mich jetzt nicht falsch. Ich lieb ja Twine. Und es ist okay, dass hin und wieder mal was schief geht. Aber ständig? Na. Ich weiß nicht. Der Singleplayer, muss man wirklich sagen, ist deutlich besser. Zumindest als ich das in der Early Access gespielt habe. Ja, genau. Da hatte ich gar nichts in der Richtung eigentlich. Explodierte es. Nee, ich eigentlich auch nicht. Sucht deswegen wundert es mich hier gerade so. Chroniken des Wächters. Vor allem bei Twine 1 und Twine 2 war der Multiplayer einwandfrei. Also irgendwie... Und es will, dass ihr in muss das? Jetzt habe ich auch dieses... Etwas, Fräulein Artefakt? Ja. Doch die Stimme aus dem Splitter blieb stumm. Das ist doch nicht normal. Für eine Bank. Ich... Einstellungen. Oh, jetzt habe ich wieder... Ich war mit dem Mauszeiger auf Einstellungen und er macht letztes Neuladen. Geil! Ihre außergewöhnlichen Kräfte loszuwerden, sie das Artefakt ich auch! Zerstört. Und explodierte es. Läuft. Sucht in der... Einstellungen, Audio-Lautstärke, Musik aus. Ein kleines Stück vom Artefakt hat gesprochen. Es lebt. Okay, es ist keine Musik. Dann ist es vielleicht Stimmen. Gibt es sonst noch etwas, Fräulein Artefakt? Doch die Stimme aus... Soundeffekte. Soundeffekte, okay. Ja. Gut, will ich zwar eigentlich auch nicht ausmachen, aber... Ich habe das komplett ausgedreht. Bleibt einem ja nichts übrig. Vor allem der Zylinder flog hier gerade durch, so durch. Bleibt einem ja nichts übrig. Nee. Weil es würde mir schon auf den Keks gehen, wenn das die ganze Zeit ja, so ist. Ja, ditto. Ach, das kann man... Ach so. Boing. Boing. Okay, verstehe. Dann nehme ich halt mal die Soja. Tricky. Ja, ich dachte, das sei halt einfach schon durch so. Ich hab das zuerst gar nicht registriert. Ja, doch, beziehungsweise nicht, dass der. Ja, ich hab nicht registriert, dass der Block unten offen ist, weißt? Ach so, das war das Erste, was ich machen wollte. Ich hab das erst registriert, als ich da mit der Kiste so lang gedonnert bin. Und da oben gibt's dann auch noch was Lustiges. Boah, aber ohne Soundeffekte klingt es auch so fad. Ja, aber wirklich besser so als. Ja. Weil das ist schon, geht schon auf die Nerven. Dezent. Hä? 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 Was? Wer ist zum... Wieso sind wir jetzt wieder hier? Ich bin nur hier reingegangen und hab das zerstört, weil da so eine Twine-Ecke war. Mehr hab apropos ich Twine-Ecke. Ich wollte sagen, apropos Twine. War er da? Upsi. Wo bist du? Ich bin gestorben, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich wiederbelebt werde. Wow. Ach, da oben, glaube ich. Egal, geh einfach mal weiter. Bleibt ja nichts anderes übrig. Ja. Kannst du da nicht einfach rüberjumpen? Huch. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich.
Was hast du jetzt mit der Kiste gemacht? Frag mich nicht. Was passiert? Meine Kiste. Na gut, du kannst dir einfach eine neue machen. Das ist nett. Also bei der Kiste ist das geringste Problem. Beim Trampolin war es halt doof. Ja, genau da oben links wollte ich nämlich hin. Wo bist du? Keine Ahnung. Ich habe auch nicht gesehen, wo ich hingeflogen bin. Ach so. Ja, mach einfach kaputt. Ich mach erstmal. Ist dich da runtergefallen, Arret? Ich wundere mich gerade auch, wo das ist. Ich glaube, du hast es jetzt eingesammelt. Man hört es ja leider ohne Soundeffekte. Ah, da links bin ich! Da links, wo der Checkpoint ist. Jetzt nicht aber machen. Geh am besten rechts runter, ist ein bisschen sicherer. Oder so. Oh Gott! Wenn du es hinkriegst, ja, gerne. Warte. Ich lebe. So. Thanks. Bitte schön. Also, gut, man kennt es schon von den anderen Teilen von uns. Da bei uns werden die Twine-Parts gerne mal ein bisschen länger. Ja, das artet... Oh, da, jetzt liegt es doch wieder. Nö. Doch. Bei mir nicht. Jetzt warte, siehst du meine Pfeile? Ja. Die schießt. Ja, siehst du, ich lieg nicht. Oh, hier kam noch irgendwas runtergerollt. Ja. Ja. Sag mir jetzt nicht, dass die hier runterkommen. Oh, oh, hier ist. Oh, oh da kommen Gegner. Wir brauchen so ja, warte, da kommen erstmal Gegner. Es kommt eine Feuerkugel. Ja, aber da kommen auch Gegner. Naja. Kamen auch Gegner. Ich brauch so eine. Ja, oder so die. Ja, genau. Yes. Ich hol's mal. Okay. Was denn? War geplant! Natürlich. Da draußen glänzt irgendwas. Die anderen Splitter des Trine. Und sie sind über das ganze Land verstreut. Der nächste scheint im Rotholzwald zu sein. Sollten wir ihn nicht holen? Wir sollten auf die Stimme hören und in die Bibliothek gehen. Ich hab ne Idee. Erstmal bringe ich das Ding hoch. Ich hätte schon drauf jumpen können. Und jetzt? Jetzt bin ich auch wieder da. Ja, geh mal rauf. Was zum... Okay. Spring mal ein bisschen, bitte. Okay. Hast du? Ja, alle? Ja, cool. Ja. Wow, ich hab mich gerade fast runtergeschmissen. So. Warte mal, wenn hier gerade nichts ist, teste ich mal kurz, ob die Soundeffekte wieder normal sind. Ah ja, das könnte ich auch machen. Anstatt. Ja. Ja. Oh, perfekt, endlich. Oh, herrlich. So macht das Spiel gleich wieder viel mehr Spaß. Es ist merkwürdig, das ohne... Oh, Halleluja. Oh, lustige Bücher. Das ist jetzt aber Harry Potter. Ja. Bücher, immer auf der falschen Seite. Auf der falschen. Ja, das machen wir aber gleich. Ja. Yes. Oh. Über das Artefakt der Seele. Alte Zwergenrunen beschreiben die Artefakte als Zerek für den Geist, Rehuna für den Körper und Ketrine für die Seele. Obgleich diese Worte in keiner der Zwergensprachen bekannt sind. Wir müssen also davon ausgehen, dass sie älter sind und in die Zeit der Entstehung der drei Artefakte der Macht zurückreichen. Das Artefakt der Seele reagiert auf den Namen Ketrine oder nur Trine. Es schimmert und schwebt, als hätte es tatsächlich eine Seele. Ich war durch den Boden gebackt. Frag mich nicht, wo ich war. Was? Ich war... Okay. Es war ganz komisch.
Deswegen frag einfach nicht. Also ich hoffe ja, falls sie Entwine 4 machen, dass sie dann wieder auf 2D übergehen. Ja. Ach, das kann man da hochbringen? Ja. Ist ja witzig. Ach, das geht dann von sich aus hoch und runter. Ja. Ist ja noch witziger. Oh, so kleine süße Mini-Drachen. Also wie gesagt, grafiktechnisch haben wir ja schon mal gesagt, da kann man wirklich nichts sagen. Das haben sie immer drauf, Rosenbald. Ja. Ja. Da sind die immer top. Mal sehen, bei mir hier geht's glaube ich weiter, ne? Ja, ich habe mir nur schnell drüben noch Dinge geholt. Naja, nee, ich meine mal gemein, bei mir sollte es weitergehen. Ah, jetzt ich habe dann halt ein bisschen zu spät gesehen, dass ich da einfach hätte halt rüberschwingen können, aber hey. Es muss ja nicht immer alles Pro-like sein. Natürlich nicht und hier gerade sowieso schon nicht. Ich würde sagen, Kiste, bitte, danke. Kommst du mal zu mir rüber? Yes. Na toll. Jawoll! Yay! Machen wir halt eine neue Kiste. Wir haben es ja. Ja. Hallo? Läuft gut. Na also. Ich kann das auch für dich machen. Oh, jetzt eigentlich. Ich sehe es nämlich von hier aus auch. Okay. Dankeschön. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, dahinter. Sehr schön. Nein! Oh nein. Oh nein. Ich kann auch machen. Okay, danke. Wieso hält die sich nicht? Es war so perfekt. Na also. Oh, an die Stelle erinnere ich mich. Da hinten ist so ein lustiges Mini-Labyrinth, das wahrscheinlich ein Bücherregal sein soll. Oh, wait. Ja? Oh, verstehe. Ist doch gut. Naja. Gut gesehen. Dankeschön. Okay. Läuft gut. Ach, du bist... Entschuldigung. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich auch nicht. Was machst du? Ich hab da nur das Dingens gesehen und dachte, ich probier's mal. Ich halte mich zur Not fest. Wie wär's, wenn du lieber springst, wenn ich das da hoch machen will? Weil sonst geht das nicht lange Zeit da hoch. Ich hab nämlich was ganz anderes vor. Komm mal lieber wieder zu mir, ich hab was ganz anderes vor. Okay. Ich will nämlich erstmal das hier nach hinten und dann versuchen, das da drin zu verhaken. Oder das halt so zu klemmen halt. Mhm. Oh. Hat ja super funktioniert. Na gut. Ach, du musst wahrscheinlich einen Schritt vor. Danke. So. Wait. Ah.
Ja, ist okay. Kraxel höre ich drüber. Will ich doch sagen. So. Au, nein! Meine Hand. Hätte ja klappen können. Okay, ohne klappt's auf jeden Fall nicht. So. Sehr schön. Irgendwie wackelt die Leiter, als ich dahin bin. Und? Jetzt ist sie weg. Dafür sind wieder lustige Lehrbücher da. Ja, ja. Ich habe auch schon den nächsten Checkpoint aktiviert. Das ist doch das Lehrbuch aus Harry Potter 3. Irgendwie ja, das monströse Buch der Monster, oder wie das hieß. Ja, ja, genau. Irgendwie so. Ah, ja, das ist jetzt ein lustiges Rätsel, wie man es aus Zelda kennt. Läuft nicht ganz so cool, wie ich mir das vorstelle. Nicht so. Soll ich mal? Ich hab zwar keine. Wir hätten es halt am Anfang nicht gleich so verhunzen sollen. Verhunzen! Harvey! Verhunzen! Also irgendwie, warte mal, vielleicht. Kann man das resetten? Ah nein, das zweite hier, das lässt man so jetzt gerade. Oh, sorry. Ja, ich bin mir sicher, dass die alle am Ende durchgehend leuchten müssen. Ja, ja, das wird auch so sein. Deswegen, da braucht man eigentlich jetzt gar keinen Kompromiss versuchen machen. Aber es flackert gerade irgendwie ziemlich. Willst du es auch mal probieren? Nein, ich hab grad, dass du zumindest das zweite Mal machst. Das okay. Ja? Warte. Du. Ja, sorry, ich wollte da nur weglaufen. Ich hab grad nicht auf meinen Charakter geguckt gehabt. So? So? Ja. Passt. Kannst hochkommen. Okay. Mano, eigentlich hätte ich es schon gerne gelöst, aber. Ich weiß. Es war zu kaputt. Bei mir hat das schon so irgendwie richtig komisch rumgeflackert, deswegen. Oh! Schon wieder Bücher. Ja. Na, komm mal her. Ich versteck mich in der Ecke. Der ist so ein Typ. Ach, der macht auch nur lustige Zauber auf uns. Oh. Das war gerade etwas strange. Hab ich dich? Ja. Das ist sehr strange. Oh, warte mal, ist dieser angreifbar? Ist dieser angreifbar? Weg hier! Boah. Wieso ich den schon wieder? Was mache ich denn? Ich glaub das nicht. Danke. Ich bin schon wieder halb tot. Weil du im Feuer standst. So. Yay. Lange Part. Lange Part ist lang. Das Buch leuchtet normalerweise nicht. Irgendwas ist da faul. Also. Wir nehmen diesen alten Schinken und raten Zarek damit eins über? Es heißt, die Feder sei mächtiger als das Schwert. Aha. Mal sehen, ob wir darin etwas finden. Mhm. Das lief ja gut. Da hat's die einfach verschluckt. Ja. War ein hungriges Buch. Warum unsere
die ersten drei Parts so kurz, ne? Ja. Aber die ersten drei Parts waren auch jeweils nur für auf einen Charakter ausgelegt. Naja, deswegen, das war ja schon klar, dass die nächsten Level länger werden. Man muss bedenken, ursprünglich waren ja die ersten drei Level, sag ich mal, als ein Level. Ja. Keine Ahnung, warum sie das auseinandergenommen haben. Who knows? Hä? Wieso geht's jetzt hier beim nächsten großen nicht weiter? Wie viel brauchen wir? 450. Ach so, dann machen wir halt demnächst dann mal ein paar kleine. Wie viel haben wir denn? 413. Ja, dann müssen wir solche kleinen machen. Ja. Finde ich auch schade. Du, ich hätte es nämlich sonst gesagt, dass wir eben zuerst die Großen alle machen und dann die Kleinen, aber... Vor allem, wir waren ja eigentlich relativ gut im Einsammeln, ne? Ja. Naja. Du, ich? Ich glaube, du warst dran. Ja, das kann gut sein. Gut, dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wir haben teilweise, muss man aber irgendwie sagen, viel zu lachen mit den ganzen Bugs. Irgendwo ist es traurig, irgendwo ist es auch zum Lachen. Part ist wieder übermenschlich lang. Aber ja, wie gesagt, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Schaut bei den jeweils anderen vorbei und bis dann. Ciao, ciao.